Hallo Leute, heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz oder KI in der Autorenschaft, Grafik und Gestaltung und Videoproduktion in Zukunft sehr nützlich sein kann. In der heutigen digitalen Welt entwickeln sich Technologien rasant weiter und die Einsatzmöglichkeiten von KI werden immer vielfältiger. Auch in den kreativen Bereichen gibt es spannende Anwendungsmöglichkeiten. In der Autorenschaft beispielsweise kann KI helfen, Texte zu generieren oder beim Übersetzen zu unterstützen. Mit Hilfe von Sprachanalyse kann KI sogar beim Schreiben von Büchern oder Artikeln helfen. Das kann besonders nützlich sein, wenn jemand beispielsweise eine Schreibblockade hat oder Unterstützung bei der Rechtschreibung benötigt. Auch in der Grafik und Gestaltung kann KI großes Potenzial entfalten. Durch maschinelles Lernen kann KI Bilder erkennen, klassifizieren und bearbeiten. Stellt euch vor, ihr möchtet ein bestimmtes Design für ein Logo erstellen, aber seid nicht so gut im Zeichnen. KI kann euch dabei helfen, indem sie eure Ideen analysiert und euch Vorschläge macht. Das spart nicht nur Zeit, sondern kann auch neue kreative Wege eröffnen. Und nicht zu vergessen ist die Videoproduktion. KI kann hier nicht nur bei der Videobearbeitung helfen, sondern auch bei der Erstellung von komplett neuen Inhalten. Dank fortschrittlicher Techniken wie dem sogenannten Deep Learning kann KI Videosequenzen analysieren, Gesichter erkennen und sogar Emotionen deuten. Das ermöglicht es KI, Videos automatisch zu schneiden oder bestimmte Effekte hinzuzufügen. Auch die Erstellung von Videos aus Texten oder das Generieren von Sprachausgabe ist möglich. Abschließend lässt sich also sagen, dass künstliche Intelligenz in der Autorenschaft, Grafik und Gestaltung und Videoproduktion eine große Zukunft hat. Ob Textgenerierung, Bildbearbeitung oder Videoproduktion, KI kann uns dabei unterstützen, kreative Prozesse zu optimieren und neue Möglichkeiten zu entdecken. Also lasst uns die Vorteile dieser Technologie nutzen und sehen, wohin uns KI in der Zukunft noch führen wird. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.